schalt sie hoch, die Erinnerung. Salut les copains, ich bin's Lili Marie und heute live bei mir Paul Haas. Hallo, wie geht's dir? Hallo, no, mir geht's sehr gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir geht's sehr gut. Du singst ja heute beim 25 Hours Hotel. Bist du nervös? Ja, ein bisschen nervös ist man immer, aber es geht eigentlich. Was machst du eigentlich gegen Nervosität? Weil jeder Künstler hat ja seine Tricks. Mein Trick ist ein großes Bier trinken vorher. Naja, cool. Ja, ich springe immer so. Wie hat bei dir alles angefangen? Ja, eigentlich hat es damit angefangen, dass meine Eltern gemeint haben, ich sollte vielleicht einmal ein bisschen Gitarre spielen anfangen. Es hat mir ziemlich taugt. Ich war zwar ein bisschen faul, was das Üben angeht, aber mit der Schulband ist mir das immer mehr zum Guster gekommen. Es war richtig lustig. Und dann hat einmal der Lehrer gesagt, es muss jetzt jeder eine Zeile singen. Und ich so, was singen? Ich kann nicht singen. Und dann haben sie gemeint, das hört sich eigentlich nicht schlecht an. Und dann hat es auch mit dem Singen ein bisschen begonnen. Das Problem war, ich habe mir einfach nie die Texte gemerkt von den anderen Liedern. Also, Covers war nicht meine Sache. Und dann habe ich dann gleich gedacht, wieso soll ich nicht meine eigenen Sachen schreiben? Und das hat dann so mit 14 angefangen. Jeder Künstler wird ja anders inspiriert. Wo kommen deine Ideen und alles? Also, bei mir ist es eigentlich so, geht's mir schlecht, muss ich mich sofort zur Gitarre oder zum Klavier setzen und ich bringe alle meine Emotionen nicht auf Blatt und Papier, weil das kann ich nämlich nicht. Aber ich nehme gleich alles auf, was in meinem Kopf so abgeht. Also ich bin einfach gesagt, meine Songs entstehen immer nach Gefühl, wie es mir gerade geht. Das ist eigentlich meine Inspiration. Und natürlich auch, ich habe immer auf Spotify meine paar Lieder, die ich in Dauerschleife höre pro Woche. Und da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen nebenbei die Inspiration herkommen. Was hörst du denn Dauerschleife? Ja, das Problem ist bei mir, ich habe immer so 5 Lieder, die ich neu entdeckt habe. Und die gehen dann so eine Woche, zwei Wochen durch. Und dann suche ich wieder ein paar neue. Aber es sind immer ein paar Künstler dabei, die waren von Anfang an schon wichtig für mich, wie zum Beispiel Nirvana. Also seitdem ich, das war meine erste CD, die ich gehabt habe. D'Angelo zum Beispiel ist mir auch sehr wichtig. Bilderbuch, Clouseau auch sehr wichtig. Also es sind schon ein paar dabei, wo glaube ich so kleine Touches in meiner Musik zu finden sind. Und vor allem, weil ich großteils Hip-Hop höre in meiner Freizeit, merkt man auch ein bisschen so einen Hip-Hop-Einfluss in meiner Musik. Also, was wem gefällt, das beeinflusst natürlich. Gibt es Leute, die dir beim Songschreiben helfen? Naja, eigentlich passiert es immer so bei mir. Ich, wie vorher gesagt, ich nehme eine Idee auf, dann schicke ich es meinen Personen, wie meinen Manager, den Produzenten, wichtige Freunde von mir, meiner Mama natürlich, aber die sind nie zufrieden. Und also das ist dann so, ich schreibe das Lied gar nicht fertig und dann gehe ich davon aus, also kommt das besser an und dann schreibe ich es fertig. Also den Song selber schreibe ich eigentlich schon zu 100% alone, nur beim Arrangement setze ich mich dann natürlich mit den Produzenten zusammen. Aber prinzipiell schreibe ich es alleine, ja. Ich habe ein paar Bilder angeschaut, früher und heute, und ich habe ein paar mitgenommen, richtig lustig. Also, was kannst du dazu sagen? Also Veränderungen sieht man, ist glaube ich nicht zu bestreiten. Bisschen Flaum ist dazugekommen und so 1-2 cm bei den Haare vielleicht, aber es schaut irgendwie aus wie von König der Löwen, oder? Da könntest du ja mitspielen. Das eine Bild ist ja richtig crazy mit den langen Haaren und das andere ist richtig süß, knuffig und ja, man sieht die Veränderung und ja. Da warst du ja bei Take Your Chance. Wie war das? Wie war die, also was hast du da alles für Erfahrungen gesammelt? Das Ding ist, ich war mitten in der Matura-Reise und ehrlich gesagt ist die Musik immer ein bisschen weniger geworden, leider. Aber meine Mama hat immer an mich geglaubt und hat dann gesagt, du, in Graz gibt es da jetzt so eine kleine Castingshow, melde dich doch einfach an. Und ich so in meinem Halbrausch, ja okay Mama, mach ich. Und es ist irgendwie ziemlich gut ausgegangen, es ist immer vorangegangen, bis ich dann schlussendlich ganz am Schluss war und gewonnen habe. Erfahrung war mega, also ich habe glaube ich 14 Lieder
bei einem richtig guten Produzenten, bei zwei guten Produzenten, den Robby Musenwichler und den Ewald Pfleger aufgenommen. Und habe auch den ersten Song dann oder mehrere Songs im Radio gehabt. Das war auch cool und einfach viele Leute kennengelernt. Also war schon das wert zu machen. Also Take Your Chance war so ein kleiner Wettbewerb in Steiermark. Also es haben sich nur Steirer sozusagen bewerben können. Und da ist es drum gegangen, also Singer-Songwriter bzw. Künstler aus der Steiermark zu fördern. Und du hast mit einem selbst geschriebenen Song zuerst, den hast per E-Mail hinschicken müssen. Das war sozusagen die erste Runde. Die zweite Runde war dann vor Jury mit einem zweiten selbstgeschriebenen Song. Und dann ist halt immer so weiter und weiter gegangen, bis dann wie bei anderen Castingshows. Ja, sehr cool. Würdest du es anderen Künstlern raten, also bei solchen Shows mitzumachen? Das ist ein gefährliches Thema, würde ich sagen, weil die meisten Talentshows oder Castingshows sind eher, wie gesagt, Show. Und die gehen sehr wenig auf die Künstler ein. Das finde ich immer schade, weil ich habe ja selber mal bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht mit 16. Und da merkt man richtig, dass da das nicht so abläuft, wie es ablaufen sollte. Und bei Take Your Chance war cool, weil da ist es richtig um dich gegangen, sie wollten dich fördern. Da waren jetzt war nicht die Jury im Vordergrund und so weiter und so fort. Also wenn, dann vielleicht ausgewählte Casting-Shows. Aber für die, die es ernst meinen. Und, aber so wie zum Beispiel, wenn man jetzt bei Voice of Germany und so weiter mitmacht, das ist natürlich super für die Aufmerksamkeit, weil du kriegst dann weil es viele Leute sehen, viele Instagram-Follower und so, und das ist ja heutzutage extrem wichtig. Also ich habe ja auch die Erfahrung gehabt bei The Voice Kids und ja, ich kann dir nur zustimmen. Reden wir über Musik. Am Freitag ist ja Zitroneneis rausgekommen. Wie bist du auf die Idee gekommen und ist das wirklich dein Lieblingsgeschmack? Also, ich beantworte erstmal, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich war zu Hause bei meinem kleinen Home-Studio. Draußen hat es geregnet, das war richtiges Arschwetter, um es schön zu sagen. Und ich habe einfach den Sommer vermisst, habe meine Gitarre in die Hand genommen, habe einfach losgespielt, ein bisschen herumgesungen. Und der Song ist in 10 Minuten entstanden. Ich meine, er ist jetzt auch nicht so komplex. Aber es ist einfach, das war so ein 10-Minuten-Song, wie ich das nenne. Hier haben wir ein Foto. Da. Und da. Titelbild. Hier. Also, Einhornliebe. Da sieht man auch, wie ernsthaft das Lied und das Musikvideo eigentlich ist. Also es ist ja eher eigentlich was Witziges. Und weil du gefragt hast, ob es mein Lieblingsgeschmack ist, ist es nicht. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Ja, eigentlich so Cookies and Cream und so Sachen. Ja, I feel you. Aber ich habe mir gedacht, wer singt über Zitroneneis? Ja. Die Leni, die Lena. Ja. Gelato al Limon? Oder wie man sagt. Also, ist Zufall oder nicht so? Es ist einfach so passiert. Trend oder wie? Es ist einfach aus meinem Mund gekommen und habe mir gedacht, das ist irgendwie witzig, das ist cool. Ich will eins Zitroneneis, aber kein Schokoladeneis, das hat irgendwie gepasst. Also ich liebe auch deinen Anzug. Ich feiere den voll. Das war ja das erste Mal, dass ich mein Musikvideo eigentlich so selber ein bisschen organisiert habe, weil ich war immer in der Ukraine und da bin ich einfach hingeflogen und es ist alles passiert. Ich habe einfach nur da sein müssen. Aber dieses Mal habe ich das alles selber, also die Ideen zusammengeschrieben und so weiter und so fort. Dann habe ich mir den Anzug auf Amazon bestellt. Dann kommt der einen Tag vorm Dreh. Und ich habe vor der Arbeit noch schnell hin müssen zu irgendeinem Dönerladen, wo sie die DPD-Backerl hinbringen. Bin eh schon deswegen zu spät zur Arbeit gekommen. Was passiert? Ich vergesse den Anzug in der Arbeit. Dann habe ich noch irgendwo den Schlüssel zum Geschäft suchen müssen. Habe von einem Ende zum anderen Ende in Wien fahren müssen. Sprint ohne Ende, also ich bin glaube ich noch nie so viel gelaufen wie an dem Tag. Dann sitze ich endlich in der U-Bahn und denke mir so, jetzt ist alles geregelt, ich habe meinen Anzug, es ist alles organisiert. Steige aus
gehe heim und zu Hause fällt mir auf, so, wo ist der Anzug? Ich habe in der U-Bahn vergessen. Und ich habe wegen dem blöden Anzug den ganzen Dreh um 2 Wochen verschieben müssen, weil ich habe neu bestellen müssen und das Wetter hat auch nicht so mitgespielt mit uns. Also. Noch mehr Pech hören wir nicht haben. Kommen wir zur letzten Frage, bevor wir etwas singen. Hast du Pläne für die Zukunft? Kannst du uns etwas erzählen, was noch niemand so richtig weiß? Ja, Pläne für die Zukunft ist natürlich immer weiter mit Musik machen, mehr schreiben, mehr Gas geben. Vielleicht auch ein bisschen mehr in Deutschland aktiv sein. Aber was andere nicht wissen, ja, dass mein Musikstil sich etwas ändern wird in Zukunft. Also es wird ein bisschen mehr in die elektronische Seite, ein bisschen mehr Hip-Hop, also mehr trendy. Ja, cool. Also du hast eine Gitarre dabei. Und wir haben für euch etwas, ja, also er ist Künstler, wie ihr in dem Interview schon bemerkt habt. Er singt jetzt ein Lied. Was für ein Lied? Freiraum, eins meiner Lieblingssongs von mir. Worum geht's da? Ja, es geht darum, dass das Leben nicht immer so spielt, wie man will. Und dass man halt hin und wieder einfach ein bisschen Freiraum braucht, wie es der Song auch schon heißt. Und einfach weg von allem, ein bisschen Freizeit genießen. Okay, cool. Freiraum jetzt. Setze einen Schlussstrich, weil ich einfach nicht mehr mag. Fühl mich wie ein Hamster im Laufrad. Ehrlich gesagt werde ich gejagt von einer Routine, die an meinen Gefühlen nagt. Aber komm schon, es geht uns allen so. Alle Zusammenläufer des längsten Marathons. Vielen ist es egal, doch für mich nicht wahr. Ich halte sie hoch, die Erinnerung. Dennoch brauche ich Veränderung. Breche aus, suche neues Glück. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr von Paul sehen wollt, dann schaut jetzt gerne in die Infobox. Sonst, ja, das war's. Danke, dass du da warst. Ciao. Ciao.